So, wir sind hier immer noch in Leipzig 2 bei dem Event, gucken gerade dieser asiatischen Dame beim Tanzen zu, wollen uns jetzt aber wieder dem Wahnding des Lebens zuwenden und machen weiter mit einem Grip-Klasse-Rennen, würde ich vorschlagen, mit unserem 350Z. Der ist ein bisschen beschädigt, aber das sollte schon passen. Mal sehen, ob wir in der oberen oder in der unteren Klasse sind, wobei ich mal denke, dass wir in der oberen Klasse durchaus eingeteilt werden. So will ich doch mal hoffen. Aber erstmal gucken, ob dem tatsächlich so ist. Jo, wir sind in der stärkeren Klasse, habe ich mir gedacht. 334-40, da fahren die etwas Schwächeren und hier kommen die etwas hoch-PSigeren. Aber irgendwie müssen wir doch auch mal krassere Gegner bekommen. Also bisher hält sie das mit den starken Gegnern noch wirklich im Zaum. So, unser Wagen sieht von hinten eigentlich noch ganz ordentlich aus. Von da aus betrachten wir ihn ja auch meistens, aber von vorne ist er halt schon ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden. So, dann machen wir gleich mal Jagd auf die Gruppe A, wie so oft. Und sie erstmal in unserer Gruppe an den zweiten Platz gesetzt. Eigentlich würde ich gerne in den Windschatten dieses Herren. Ah, der Money Solemne hat da was gegen anscheinend. So. Da vorne sind sie ja auch die grauen Mäuse, zumindest von der Minimap her sind sie so markiert. Auf die werden wir jetzt Jagd machen. Das ist fast wie Slalom fahren. Sorry, Kollege. Ah, ich liebe es, so ein bisschen den Assi raushängen zu lassen. Das ist schon spaßig. So, jetzt im Sandwich zwischen diesen dreckigen. Ich finde, die sehen aus wie. Ich habe immer noch nicht geguckt, welche Wagenklasse das ist, aber ich finde, die sehen ein bisschen aus wie ein Peugeot irgendwie. Eieiei. Wir sind in Führung, aber das war jetzt nicht so elegant. So, hinter den Audi TT klemmen. Und dann gleich im Windschatten schön beschleunigen. Ach komm, wir schieben ihn mal ein bisschen an, wollen ihm mal hier zum Sieg verhelfen. Aber hat er doch glatt abgekürzt, ey. Guck dir das an. Aber die Gruppe B-Leute sind auch schon ein bisschen vorgekommen, deswegen halte ich mich jetzt mal zurück mit dem Schikanieren und fahre hier einfach mein Rennen zu Ende. So. Sieht gut aus. Ja, gut, die Streckenführung haben wir jetzt noch nicht so ganz verinnerlicht, aber das läuft schon. Und der Audi dankt es uns, dass wir ihn nach vorne geschoben haben, anscheinend indem er unsere Mitkonkurrenten aus Gruppe B ja, ein bisschen abhält. Oh Mann. Ich fahre auch nicht wirklich gut, aber es reicht einfach hier. Wir spielen immer noch auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, der sich King nennt. Aber ich möchte endlich mal hier auf dem Schwierigkeitsgrad King auch gegen einen Street King fahren, weil irgendwie finde ich das echt doof, dass wir bisher noch kein einziges sozusagen Boss-Event hatten. Spiel ist ja blind für mich, aber irgendwie ein wenig repetitiv. Nein, was sage ich da? Es ist schon sehr, sehr repetitiv. Und ich bin jetzt auch nicht der, der sich für jedes Event ein neues Auto holt, weil ich erstmal sparen will. Und jetzt in der nächsten Folge werden wir uns richtig, richtig krasse Wagen zusammentun. So einfach ist das. Die werden schon richtig scheppern. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir vielleicht wieder ein bisschen Abwechslung. Aber so gebe ich es gerne zu. Ist es zwar immer wieder auch spaßig, die Events zu machen, aber insgesamt doch eher müßig, weil es eben sich schon relativ stark wiederholt. So, aber auch das haben wir gewonnen, deutlich. Kriegen nochmal 8006 Punkte. Sehr schön. Und der Bug, von dem sind wir bisher auch verschont geblieben, wobei jetzt ein Drift kommt. Drift ist immer kritisch. Da habe ich immer Schiss, aber wir probieren es einfach mal. Wieder ein Streckenrekord pulverisiert. Und tja, wir machen weiter mit dem zweiten Drift. Ist das der zweite, ne? Ja. So, der GTO, ja, ist ein bisschen beschädigt vom ersten Drift. Da ist der Bug ja aufgetreten und ich muss den Oski nochmal machen. Jetzt drückt hier die Daumen erstmal, dass wir den Drift gewinnen und dann, dass es auch klappt beim ersten Mal. Boah, der sieht ganz geil aus, der Wagen. Bisschen wie ein Krokodil von hinten irgendwie, so ähnlich. Okay, Drift ist immer kritisch. Aber das wird schon. Da bin ich sehr, sehr euphorisch, dass hier das Glück uns hold ist. Das heißt schlecht gedriftet. Wie soll man denn hier gut driften?
So, wollte gerade sagen. War auch bisher jetzt nicht schlecht. Tausendvierhundertneunundzwanzig, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ne, 1664 hat schon einer. Dritter sind wir damit bisher nur, aber am Anfang sind wir auch ein bisschen mit, naja, angezogener Handbremse, möchte ich fast sagen, gefahren. Warum unsere schöne Motorhaube so verbeult ist, weiß ich auch nicht. Der GTO wird wahrscheinlich auch ausgetauscht, wobei der beim Drift eigentlich nicht schlecht war. Aber ich werde mir mal auch ein paar Empfehlungen online angucken und dann einfach die besten Wagen nehmen, die da so empfohlen werden. Wie soll man hier einen guten Drift runterbringen? Das ist mir echt suspekt. Fuck, außerhalb der Punktezone, sonst hätte ich diese 1,6 jetzt schon pulverisiert. Ja, habe ich aber vielleicht. Ja, 1,665. Boah, mit einem Punkt Vorsprung sind wir an 1. Bin gespannt, ob das reichen wird. Ich hoffe es natürlich. Runde Dry von Dry. Auf geht's. Zu schlagende Punkte sind unsere eigenen. Muss halt ein bisschen mehr Kontinuität hier in diese ersten reinbekommen. Dann läuft das auch. So, letzte Kurve. Ja, und das ist jetzt aber mal ganz safe der Sieg. 2-2-9-9 ist unser Score. So, gucken wir uns ganz entspannt das Ergebnis an. Sehen, das hätte auch nicht gereicht, unser alter Score, aber der reicht auf jeden Fall. Wir gucken alle drei Läufe an. Freuen uns hoffentlich, dass es jetzt weitergeht. Sacken unsere 7299 Punkte ein und es geht natürlich nicht. Der Bug ist wieder da. Ich beiß gleich in die Tastatur. Bis gleich. Meine Fresse. So, wir wurden erneut Erster und dieses Mal klappt es dann tatsächlich auch. Dieses Mal hatte ich sogar über 3000 Punkte, also wieder dominant den Drift gewonnen. Jetzt warten, habe ich auch nur noch zwei Rennen auf uns. Streckenrekord gebrochen, dominiert 50.000. Zack, Motorpaket Stufe 3 für den Nissan, sehr schön. Renntag setzen wir natürlich fort. Auch wenn wir schon dominiert haben, aber Sektor Shootout, den machen wir nochmal, auf jeden Fall. Und dann abschließend noch das Zeitfahren. Dann sind wir auch endgültig durch in Leipzig, haben alle Events durch und werden uns demnächst der nächsten großen Challenge zuwenden, wo wahrscheinlich wieder einer der Street Kings auftreten wird, nehme ich mal an. Vielleicht fahren wir auch endlich mal gegen einen, keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. So, Sektor Shootout. Wurde ja von einigen von euch geschrieben, ist gar nicht so schwer, wie ich es mir immer mache. Man muss am Anfang schnell sein. Und wahrscheinlich stimmt das. Deswegen werde ich mir jetzt mal extrem Mühe geben und hoffen, dass ich von Anfang an vielleicht mal dieses Mal bessere Karten habe. Wäre doch zumindest mal eine coole Sache, wenn das mal klappt hier. 15 Punkte. Das geht ja. So, ist mir Latte. Streckenrekord gebrochen, sehr schön. Wir brauchen nämlich Punkte. So. Erneut fällt der Streckenrekord nach uns. Will ich nur hoffen, dass es hier auch im letzten Drittel es tut. 132, jo. Unfassbar, das hatten wir auch lange nicht mehr, dass wir so dominant auftreten im ersten. Sektor. Und auch den holen wir uns. Und damit haben wir alle dominiert. Okay, dieser Renntag scheint uns wirklich zu liegen. Anders kann ich mir das hier nicht erklären. So, und da sind die beiden Stricher. Pam, Junge. Das war es erstmal für dich. Nicht, dass hier wieder jemand unseren Rekord knackt.
Hamm erstmal schön reingestellt. Nicht, dass hier irgendwelche Zweifel aufkommen. So, 361 scheint auch kein Rankommen zu sein für die Konkurrenz. Ah, sehr schön. So. Carry hat 0. Alle anderen dümpeln so ein bisschen dahinter hinterher. Okay, jetzt will er hier aufmucken mit Nitro. Man muss natürlich auch ein bisschen bremsen, um die Schikane reinzukommen, ne? Mein Kollege, ja. Ja, so hast du das gerne, ne? Dreckiger Penner, ey. Will er da mit Nitro mir was vormachen? 205 Punkte. Das ist natürlich ganz gediegen. Knapp. Tut mir leid, Leute. Irgendwie. Sektor-Shootout, okay, ist eine Herausforderung. Aber die meisten Events sind so einfach zu gewinnen. Selbst auch im schwierigsten Schwierigkeitsgrad, dass man dann einfach so dazu neigt, einfach ein bisschen Scheiße zu bauen. Ich weiß, dass ich manchmal abkürze wie hier, aber. Manchmal ist das halt einfach so, ne? So, sollte jetzt der Sieg sein. Pam, Junge. Jo, gewonnen. Tatsächlich. Selbst der Sektor-Shootout geht an uns. Wer hätte das gedacht? Ich habe ihn extra so spät gemacht, weil ich dachte, das wird nichts. Aber es wurde doch was. Schöne Sache. Also ich habe heute kurz vor der Mittagspause Gavin May gesehen. Der wirkte ziemlich entspannt, trotz der Rennen, die nach bevor steht. Das liegt vermutlich an seiner großen Erfahrung und am Selbstvertrauen eines Fahrers, der schon mal auf der Autobahn die Polizei angelegt hat. Also er steht definitiv auf der Liste meiner Favoriten für dieses Rennen. Gavin May also, naja, erfahren ist er vielleicht, aber nachdem wir so viele Events jetzt schon feinsäuberlich absolviert haben, wir nehmen ja alles mit, was überhaupt geht, sollten wir es eigentlich schon verdient haben, denke ich mal, jetzt auch als erfahren betitelt zu werden, weil wir hätten schon lange weitermachen können, fahren aber wirklich 100% ja jedes Rennen mal, weil ich es einfach cool finde, das alles mitzunehmen und vor allem brauchen wir die Kohle, um schlussendlich wirklich die besten Wagen zu haben. Ich weiß gar nicht so richtig, ob wir die überhaupt brauchen werden, aber mir wurde schon geschrieben in den Kommentaren, dass ich wohl bald mit meinem Nissan 53Z keine Chance mehr haben werde. Aber da sind natürlich auch immer noch eure Empfehlungen gefragt, welche Wagen man denn nehmen sollte. Und irgendwie sind sie immer dieselben Strecken. Das finde ich sehr, sehr schade. So, erste Runde will ich mich erstmal ein bisschen an die Konkurrenz ranpirschen. So in etwa. Ist auch mal dieselben Fahrer, also irgendwie, naja. Bisschen schade ist es ja schon. Ich finde, das Spiel hat ein bisschen verschwendetes Potenzial. Man könnte ja so cool Zweierduelle gegen den Street King mal machen oder so. Viel mehr Cutscenes einbauen, aber so ist das dann noch relativ müßig. Finde ich. Ich würde gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben, aber was das angeht, finde ich einfach, dass das Spiel ordentlich Potenzial verschwendet. So, der Sektor war jetzt sehr gut, deswegen werde ich hier auch mal definitiv auf meine Bestzeit gehen. So, das war nur ein bisschen abgekürzt, das war in Ordnung soweit. Und jetzt hier auch nochmal durchgerast. Dann geht's bald mit neuen Wagen weiter. Es fällt hier ja schon das letzte Rennen mit unserem Nissan 53Z. Der uns ja so treue Dienste geleistet hat. Also für alle, die sich noch verabschieden wollen, hier könnt ihr es machen. Von diesem asiatischen kleinen Wunderkrieger, der wirklich einiges von uns rausgehauen hat. Und apropos Krieger, der Ray Krieger, der erste Street King im Grip, der sollte doch langsamer fällig sein. 55,18. Das sieht mir nach einer sehr ordentlichen Zeit aus. Ich denke, der Ray Krieger, der kann sich jetzt eigentlich nicht mehr lange verstecken vor uns, oder? So, jetzt fahren wir auch endlich mal ordentlich. So muss das natürlich auch sein. So, eigentlich muss man die Schikane so nehmen. Ich nehme sie natürlich immer ein bisschen anders, aber das wird hier natürlich auch nicht geahndet. Ich bin schon ein bisschen am überlegen, welcher Titel als nächstes kommt, weil Pro Street läuft jetzt schon 40 Folgen. Ich glaube, so lange ist das gar nicht mehr. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich spiele es ja blind, aber viele haben mir gesagt, ich soll mal Most Wanted 2 machen, aber diese neuen Online-Titel schocken mich wirklich nicht von Need for Speed.
Zu The Crew oder sowas will ich eigentlich auch nicht gehen, weil ich Need for Speed eigentlich so treu bleiben will. Unleashed 2 habe ich mir überlegt, könnte eine Option sein, mal sehen, wie wir das handeln werden. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt erstmal gewonnen. Das Event in Leipzig haben wir natürlich schon lange gewonnen. Und ja, das war der Renntag hier in Leipzig 2. Mal sehen, wer wirklich der beste Fahrer sind. Jawohl, wir. Wieder Streckenrekord gebrochen. Ja, Apex Light, komm. Renntag verlassen, das machen wir. Verdammt, wir müssen mit Geld reparieren tatsächlich. Aber wir haben 636.000 und das ist richtig fett. Das ist richtig fett, Leute. So, und jetzt auch dieses Event absolviert und an dem Grün könnt ihr schon sehen. Wir haben alles gemacht, Leipzig 2, Challenge Ibiza, Mondello Park, Ibiza, Tokyo Dockyard, Challenge Autopolis, Autobahnring, Tokyo Dockyard 2, Mondello Park, Autopolis 2 und ja, Showdown Autopolis wird als nächstes kommen und ihr seht hier noch, wie viel hier noch wartet auf uns, also da noch ein ganzes und da noch ein ganzes und dann kommen wahrscheinlich die Street Kings. Also ein bisschen was haben wir noch vor uns, ja, eigentlich fast noch die Hälfte des Spiels, so wie es aussieht, egal, okay. Wir gehen erstmal nochmal kurz zurück und gucken auf unsere Wagen. In der Garage haben wir jetzt stehen den GTO für Drift, den Subaru für Drag, den Nissan 350Z, die für Dual Grip, die Corvette für Speed Challenge Rennen und den Supra für Drag. So, den Supra werde ich für Drag tune, denke ich mal. Corvette vielleicht für Grip nehmen, da überlege ich nochmal. Wie gesagt, ich gucke mal in die Kommentare eure Vorschläge an. Ich werde aber auch online mich mal ein bisschen schlau machen, welche die besten Wagen sind. Nissan 350Z wird wahrscheinlich weggehen, genauso wie der Subaru und der Pontiac. Und ihr sollt mir sagen, welche Autos ich holen soll. Ich zeige schon mal hier den Autohändler, was wir so frei hätten. Ich gucke mal noch auf den Preis, was eine Option wäre. Audi S4. Audi TT wäre natürlich ganz cool. Sieht auch nicht schlecht aus. Der M3, naja. M3 E92 haben wir noch nicht frei. BMW Z4 M Coupé. Ist natürlich ganz nett eigentlich. Cadillac, nein. Die Corvette. Wieso ist die gesperrt? Keine Ahnung, die haben wir schon gekauft. Ah ne, das ist eine andere, ne? Ah, das ist eine andere, okay. Die sieht auch ganz cool aus. Heckantrieb. Die haben wir schon gekauft für 69. Chevelle, ja, Dodge Viper. Haben wir auch noch nicht frei, leider. Oder ihr könnt mir auch anschreiben, wenn ich noch keine kaufen soll. Ich weiß nicht, wann man die Stufe 3 Wagen freischaltet. Und da sind ja schon einige gerne dabei. Ach, ich weiß nicht, sollte ich. Der Shelby, auf den hätte ich auch Bock beim Drag. 500 PS hat er immerhin. Ich glaube, der Shelby könnte eine gute Wahl für einen Drag sein. Ja, Lamborghini Murcielago. Da sind wir leider noch nicht so weit. Lotus Elise, ja, ganz nett. Mazda. Mazda X7. Mazda Speed, Lancer Evolution. Guck mal, Stufe 3. Kein Driften. Das könnte ein sehr, sehr guter Dragwagen sein, könnte ich mir vorstellen. Mitsubishi Eclipse. 350Z ist ein Stufe 2 Wagen. Kostet 28.000. Da gibt es noch teurere. Nissan GT-R Proto. Der ist richtig geil. Hätte ich gerne. GT-R, Pagani Zonda. Plymouth Roadrunner. Keine Kosten. Aber auch relativ scheiße. Hemi Cuda. Sieht nicht ganz verkehrt aus. Pontiac. Pontiac GTO. Porsche. Auf Stufe 3. Porsche Turbo. Porsche Cayman S. Das könnte man durchaus mal überlegen, ob wir den für Grip nehmen. Das würde ich durchaus in Erwägung ziehen. Seat Leon. Shelby. 125.000. Warum? Subaru. Toyota. Toyota Super. Den haben wir schon. Volkswagen. Ja, dann sind wir durch. Also das sind die Wagen. Eure Vorschläge für jeden Modus, den Wagen bitte in die Kommentare. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.